Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute Tanja Peider vorstellen, wenn Sie die Dame noch nicht kennen, frühere Kollegin. Ich muss mir ein bisschen ausholen, Tanja, was in letzter Zeit immer wieder auffällt, ist, dass es relativ viele prominente Frauen. Danke für das Prominente. Da kann ich sagen, an Brustkrebs sterben du nicht. Ne? Aber ich denke mir dann immer, es ist ein schlimmes Thema, Damen und Herren, weil ich möchte heute auch ein schlimmes Thema anfassen. Wie viele Frauen sind es dann, die nicht bekannt sind, wo keine Schlagzeile dann, ne, auf irgendeiner Titelseite prangt? Ne? Du wirst lachen, das ist tatsächlich etwas, was mich jedes Mal wieder so ein bisschen auf die Palme bringt, wenn ich dann an den Zeitungsständen vorbeigehe und dann wieder irgendeinen wichtigen Namen höre. An Brustkrebs erkrankt, Drama und so weiter und so fort. Ich habe an Weihnachten tatsächlich alleine 8 Frauen kennengelernt, die alle an Brustkrebs erkrankt sind. Die tatsächlich 8 Frauen, ja. Und wenn du, so wie ich, das jetzt schon seit... War das ein Zufall oder hast du da irgendwie einen Zirkel gemacht? Oder? Nee, witzigerweise haben mich die auf Instagram gefunden. Ach so, okay. Und sind so eine Achtergruppe. Und also die sind alle so ungefähr in meinem Alter, plus, minus. Mhm. Und wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre rekapitulieren lasse, wo ich ja wieder mal damit zu kämpfen hatte, muss ich sagen, dass mir unfassbar viele Frauen begegnet sind und die rangieren zwischen Anfang 30 und 80. Das heißt, wir haben da eine unfassbar hohe Dunkelziffer, um die sich theoretisch eigentlich niemand kümmert. Ja, weil es hat immer so im Verborgenen agiert. Gell? Also meine Schwester ist jetzt vor kurzem an Brustkrebs gestorben. Wahnsinn. Meine Frau ist auch an Brustkrebs gestorben, meine letzte Ehefrau. Also es ist wirklich ein Thema und Sie werden es mir nachsehen, wenn man mal über sowas auch spricht, weil nämlich die Tanja etwas gemacht und etwas gewagt hat, was offensichtlich jetzt nicht so häufig ist. Ne? Du hast ja nicht bloß diese erkrankte Brust amputieren lassen, sondern auch die, die auf dem besten Weg war. Dafür war, genau. Ja. Ja, man muss allerdings dazu sagen, das weißt du ja auch tatsächlich, ich hatte vor, lass mich lügen, ich glaube, es sind jetzt 9 Jahre her, hatte ich das erste Mal Brustkrebs, linksseitig, dann wurde brusterhaltend operiert und dann nach 5 Jahren dachte ich mir, oh, bin aus der Nummer raus, Halleluja. Und 3 Jahre später, bing, kam dann wieder was und dann war für mich einfach der Punkt erreicht zu sagen, ich spiele diese Diskussion überhaupt nicht, das muss beides weg, weil ansonsten schlafe ich nicht mehr gut. Ja. Und es ist ja auch so eine Sache, diese Asymmetrie und dann Silikon oder Kochsalz und Wiederaufbau und die andere anpassen, das ist ein riesen Act, viel größer als einfach zu sagen, weg mit dem Zeug. Wie merkt man es eigentlich, tut es weh, weil Mo hat ja da wenig Erfahrung, ne? Nee, ich würde jetzt mal sagen, es gibt unterschiedliche Varianten von Brustkrebs. Es gibt sicherlich auch ein paar, die merkt man schmerzhaft. Das sind vor allen Dingen die, die um die Brustwarze rumliegen. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass ich meinen jetzt irgendwie schmerzenstechnisch gemerkt hätte. Ich kann nur sagen, dass ich ihn tastbefundtechnisch gemerkt habe. Und dann guckt man sich das so eine Zeit lang an und dann denkt man sich, das glaube ich, wäre es dann doch mal an der Zeit, wieder zum Doktor zu gehen. Also es gibt schon, wenn man da ein Gefühl dafür entwickelt, deswegen habe ich damals auch zum Beispiel die Assistenten bei meinem Gynäkologen, die jungen Mädchen, immer hinfassen lassen. Ich habe sie gefragt, so nach dem Motto, oder auch Freunde von mir, habe ich gesagt, möchtest du es anfassen, damit du einfach mal weißt, wie fühlt sich eigentlich ein Tumor an im Vergleich zu einer Zyste? Weil klar, lernst du ja nirgendwo, musst du irgendwie am lebenden Objekt mal ausprobieren. Nö. Keine Models. Und wie ist es dann, erwartet man sowas als Frau, weil doch Brustkrebs nach wie vor sehr häufig ist? Oder kriegt man erst mal einen Schock, jetzt hat es mich auch erwischt? Oder? Wie muss man sich da das Seelenkostüm vorstellen? Also in meiner Familie gibt es keine Vorgeschichte, ich bin die Erste. Mhm. Ich hatte auch eine nette Onkologin, die mal gesagt hat, wir wissen nicht, wovon der Brustkrebs wirklich kommt. Weil ich habe tatsächlich eigentlich ganz viel richtig gemacht. Ich habe gestillt, ich habe ein Kind bekommen und so weiter und so fort. Ich kann mich beim ersten Mal erinnern, dass ich es ganz lange versucht habe zu verdrängen. Bis zu dem Moment, als ich dann tatsächlich irgendwann mal so im Badezimmer stand und du dann diese Beule gesehen hast nach außen. Nach außen? Ja, also wenn sie dann, als sie dann sichtbar war. War schon groß, ne? Nicht so groß, sondern es ist halt einfach sehr dünnes Gewebe, aber dann siehst du es. Und dann dachte ich mir, scheiße. Und
beim ersten Mal hat es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Also hat es mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Da passieren ganz viele Dinge. Da brichst du auch psychisch irgendwie zusammen. Zu dem Zeitpunkt hat meine Tochter gerade Abi geschrieben. Ja, aber ist beim zweiten Mal nicht noch schlimmer, wenn man glaubt, auf der sicheren Seite zu sein und das man über sich ergehen hat lassen, was da alles passiert und dann kommt es wieder. Es ist scheiße, aber, jetzt kommt mein Aber, wenn du es das zweite Mal machst, dann sind all diese Untersuchungen, das ist ja nicht so, du gehst ja nicht zum Doktor und sagst, hallo, ich habe jetzt Brustkrebs, sondern da kommen Biopsien, MRTs, CTs, Knochenzentigramme. Also bei der Biopsie sticht man ein, oder was ist das genau? Ja, und ich kann mich erinnern, beim ersten Mal hatte ich jemanden, der diese Biopsie gemacht hat, dann wird das Ganze lokal betäubt und dann geht man mit so einer langen Spritze da rein und dann nimmt man Gewebeproben raus. Beim ersten Mal weiß ich nicht, ob der alles falsch gemacht hat. Es hat auf einmal fürchterlich wehgetan. Also Nervenerstocher. Nee, also wenn der da so 6 Gewebeproben rausnimmt, dann muss der da 6-mal reinklicken. Okay. Fürchterliches Geräusch. Und beim zweiten Mal hatte ich einen der großen... Der klickt rein? Ja, das klickt. Also die haben da so eine Kanüle und da vorne ist so ein kleiner, so ein kleines Messerchen oder so ein Klappmechanismus und das klickt. Hm. Und beim zweiten Mal muss ich echt sagen, danke, danke, danke. Ne? Der Mann war genial, der war großartig, mir hat nichts wehgetan. Und beim zweiten Mal weiß man halt, was alles kommt. Man kann sehr viel entspannter sein. Ich hatte glücklicherweise auch viele Leute, eben, die mich untersucht haben, die wussten, dass ich das schon mal hatte. Da kommt dann auf der einen Seite dieses sehr liebenswerte, mein Gott, es tut mir jetzt aber echt leid für Sie. Was man manchmal toll findet und manchmal scheiße findet. Ja, klar. Dennoch ist ja die Frau, sagt man, immer kommunikativer als ein Mann, zumindest die meisten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein ganz wichtiger Augenblick ist, wenn man zum ersten Mal mit jemandem darüber spricht, oder? Und dann feststellt, okay, der hat keine Ahnung oder das ist eine Leidensgenossin. Also beim ersten Mal Krebs, weiß ich noch, bin ich wirklich wie so in einer Nebelwand aus dieser Radiologie rausmarschiert und habe mein Handy angeguckt und bin da so durch mein Telefonbuch durch. Und mein erster Gedanke war nicht, wo heule ich mich jetzt aus? Sondern mein erster Gedanke war, wen kann ich jetzt anrufen und mit dieser Diagnose belasten? Hast du echt das Wort belasten in deinem Mund gehabt? Das war genau mein Wort. Und das war dir klar, dass du diese Belastung... Ja, ja, weil egal, wem du das um die Ohren haust, ja, ne, das ist für diesen Menschen, und das vergisst man ja auch, es ist ja nicht immer nur der Patient, der betroffen ist, sondern es ist ja die Familie, es sind die Freunde, ne, es sind die Menschen, mit denen man redet. Weil die meisten Menschen nicht darauf vorbereitet sind, wie reagiere ich eigentlich auf sowas? Ja. Ist es jetzt ein Todesurteil? Ist es machbar? Die sind völlig hilflos. Ja. Der Mann an sich, wenn er einigermaßen emotional aufgestellt ist, der hat sofort diesen Hilfereflex. Und der Frau sagt, aua, kann mir auch passieren, oder? Du findest nie jemanden, der da eigentlich nicht irgendwie vorbelastet ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass Männer viel emotionaler reagieren, also vor allen Dingen Ehemänner oder Freunde, als die Freundinnen. Da, bei den Frauen entsteht da sowas wie ein Sympathisanten-Kämpfer-Instinkt. Und bei Männern entsteht die kapitale Hilflosigkeit. Ich habe keine Brüste, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ich weiß nicht, was ich dir Gutes tun soll und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es eine echte Disbalance, dass Männer sehr viel emotionaler reagieren als Frauen. Ja, also ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Darum bin ich eigentlich relativ froh, dass wir da so offen drüber sprechen können. Weil wir haben vor 2 Jahren schon mal so eine Sendung gemacht, Damen und Herren. Da haben wir die Sendung gesplittet, nämlich in einen 20-Minuten-Teil vor der Operation und einen 20-Minuten-Teil nach der Operation. Und was du mir erzählt hast, die hatte auch Resonanz, und zwar im Internet. Du hast ja gerade vorher erzählt, du hast dich jetzt mit Frauen getroffen. Waren denn da auch welche dabei, die auf diese Sendung da reagiert hatten? Also mir hat ja keiner gesagt, dass es diese Sendung bei YouTube gibt, aber ich bekam dann eben so eine Instagram-Nachricht mit den Worten, hey du, ich habe deine Sendung auf YouTube gesehen und ich finde es so toll, wie du darüber erzählt hast und ich bin gerade in derselben Situation und ich würde gerne mit dir über den Dekolleté-Schnitt reden und. Und dann saß ich da, es war Weihnachten, ja, und ich war bei meiner Tochter in London, gucke auf mein Telefon und denke mir, YouTube, Sendung, bitte was? Und dann musste ich erst mal googeln gehen. Ne? Und dann habe ich leider Gottes viel zu spät, also meine Entschuldigung an alle die, die die Kommentare dort abgegeben haben, viel zu spät gesehen, wie viele Kommentare da drunter waren. Und die waren alle, und da war ich unfassbar berührt, extrem positiv. Und da ist mir dann echt zu Bewusstsein gekommen, wow, das ist ein aber Thema. Du bist kurz, also wenn dich da irgendeiner jetzt angreifen würde, weil du über sowas sprichst vor laufender Kamera, das war schon also ein bisschen
Neben der Kappe, oder? Ja. Nein. Man muss, glaube ich, über sowas sprechen, weil ich glaube, es spielt eine große Rolle, auch dann nach der Operation, wie die Umgebung damit sowas umgeht, oder? Also ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich, und das kommen wir jetzt wieder zu dem Einstiegsthema, berühmte Frauen. Ja. Bitte, liebe Promis, versteht mich nicht falsch. Aber in dem Moment, wo eine Promi-Frau in der Presse auftritt und das Thema groß macht, ist es natürlich auch ein Marketing, ein Publicity und ein was auch immer Gag. Wenn normale Menschen Krebs haben, dann haben die diesen Backup einfach nicht. Und deswegen rede ich, egal mit wem, und auch dort, wo ich früher immer gearbeitet habe, sind sehr viele Menschen reingekommen. Und dann haben wir so im zweiten oder dritten Satz festgestellt, oh, ich habe eine Freundin, die hat Brustkrebs, oder oh, ich habe jetzt gerade selbst eine Diagnose. Und dann kam immer mein Satz, hey, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Wenn du Lust hast, können wir uns darüber unterhalten. Und ich finde halt einfach, dass viel zu wenig, es ist niemals normal, aber viel zu wenig normalisiert wird. Weil es ist ein Thema, das die Gesellschaft betrifft. Es ist ein Thema, das unfassbar viele Frauen betrifft. Man muss ja nicht mehr drauf sterben. Das ist ein Thema, was ganz wichtig ist. Ne? Es ist erschrecklich bei meiner Familie, dass es immer tödlich bis jetzt ausgegangen ist. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Kommen wir zurück zum Thema, was ist ein Dekolleté-Schnitt? Ein Dekolleté-Schnitt ist sowas. Also, dass es so ausschaut, das würden da noch Brüste sein. Das sieht immer noch so aus, als wäre da etwas, was aber nicht mehr ist. Aber da wird tatsächlich das Fett rauspräpariert, wird hier eingelagert und man kann das auch tatsächlich so sehen, wenn man das so ein bisschen dreht. Das sieht immer noch aus, als hätte man so einen Ansatz von der Körbchengröße. Hat die Operateurin großartig gemacht. Musste allerdings tatsächlich im letzten Jahr, man darf auch mal was Lustiges über Krebs sagen, nochmal repariert werden, weil... Hat es sich verschoben, oder was? Nee. Also wenn du keine Brüste mehr hast und dann fängt der Rest an zu hängen, dann musst du dir mal kurz Gedanken drüber machen, dass das doof ist und man da vielleicht nochmal was nachjustieren muss. Also das einfach, um der Wahrheit die Ehre zu tun, weil ich dann wirklich so nach einem Jahr festgestellt habe, dann hat sich dieses Fettgewebe was so integriert und dann blieb halt die Haut übrig und das sah irgendwie komisch aus. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das will ich nicht, können wir da nochmal was nachlegen. Ja. Was kostet so das, Krankenkasse? Oder? Nee, in meinem Fall gab es dann noch andere Probleme, aber die wollen wir jetzt einfach mal unter den Tisch kehren. Also insofern war das in einem Aufwasch erledigt, ja. Aber trotzdem, kommen wir doch mal auf diese ganze, in Anführungszeichen, kaufmännische Abwicklung. Zahlt denn sowas eine Krankenkasse, wenn man sagt, okay, die eine Brust ist krebsig, die gehört weg und bei der anderen ist er in der Entwicklung? Weil da sind ja oft gerade diese, wie sagt man, diese Kostenträger sehr seltsam in der Einschätzung. Wir hatten uns darüber schon mal unterhalten, ja. Und damals kann ich mich erinnern, dass ich dir gesagt habe, oh, es kann mir jetzt passieren, dass die Krankenkasse kommt und sagt, nur 1.500, 2.000 Euro für die Brust, die in Anführungsstrichen nicht befallen war. Ja, das kann passieren. Also es ist tatsächlich spezifisch auch in Bayern, muss man sagen. Also es ist in anderen Bundesländern anders. Da gilt die Empfehlung des operierenden Arztes. Mhm. Hier in Bayern, schwierig. Medizinischer Dienst, oder? Na, schwierig wie so vieles. In meinem Falle ist es tatsächlich gut gegangen, aber ich hatte auch eben Fibroadenome und die Tendenz einfach, dass da etwas, und klar, ich war jetzt mit einem Rezidiv das zweite Mal dran, also dementsprechend. Aber normalerweise ist das Prozedere so, die befallene Brust wird abgenommen, dann werden vielleicht auch noch Sentinels und Lymphknoten rausgenommen. So, und dann warten wir, dann bauen wir da einen Expander ein, damit sich die Haut dehnt, dann schmeißen wir da Kochsalz oder Silikon rein und wenn die andere Brust dann erheblich viel größer ist, dann passen wir die wieder an. Sind letztendlich 4 OPs, die kosten ein Schweinegeld, ja. Ne? Wenn es mit einer im Prinzip erledigt wäre. Und die Frage ist einfach die, was will der Patient? Nicht, was will die Krankenkasse? Weil da sitzen Männer, Entschuldigung, oder junge Mädels, die ich habe von einer jungen Ärztin im Rechts der Isar mal zu hören bekommen, ich wäre noch nicht alt genug, um eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Du wärst doch nicht alt genug, um für dich zu entscheiden. Dass ich mir beide Brüste amputieren lasse. Weil das, ne? Entschuldigung, Rechts der Isar, aber es ist so. Die hätten tatsächlich die andere OP bevorzugt. Und da saß ich echt da. Bildhübsche junge Ärztin, okay. Mitte 30, ja. Super süß, wo ich mir dann echt gedacht habe, wie kommst du auf die Idee, mir zu sagen, was ich mit meinem Körper mache? Ja, weil es wahrscheinlich Schiss hat, dass sie selber mal Brust amputiert kriegt, verstehst?
Und dann vielleicht nur eine zweite. Das darfst du nicht immer unterschätzen. Gerade bei Frauen ist natürlich die persönliche Betroffenheit eine sehr, sehr große. Spielst du eigentlich Golf? Mm-mm. Bist du also nur sexuell aktiv? Ich bin noch sexuell oder? Aktiv. Ja. Kann man dieses Thema vertiefen? Weil mich das schon darfst interessieren. Du gerne vertiefen, weil das war tatsächlich eine Frage. Also ich lebe in keiner dauerhaften Beziehung, wie du weißt, weil wir beide kennen uns schon seit 30 Jahren. Und ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn du jetzt keine Bubs mehr hast und du hast dann Sex mit einem Mann? Und jetzt bin ich ja nicht der feige Hund vor irgendwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ad 1, der Mann, den ich kennengelernt habe, den hat es vom ersten Moment an nicht interessiert. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, bei Männern gibt es ja brustfixierte Männer und es gibt popofixierte Männer. Und der war halt so gar nicht brustfixiert und den hat es absolut nicht gestört. Der hat da von Anfang an mit einer absoluten Selbstverständlichkeit hingefasst. Und ja, hat er eine Erektion dabei noch gekriegt oder hat er einfach nur? Die Erektion war eher mein Kopf, also mein Brain. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, kriegen Männer eine Erektion, wenn sie eine weibliche Brust anfassen? Nein, nicht unbedingt, aber wenn ich dann mich mit solchen Dingen beschäftige, dann geht die eher weg. So meine ich das. Echt? Nee. Ja, nicht? Nee, das war überhaupt, also nein, ich kann, nein, kann nicht sagen, dass das Probleme verursacht hat. Wenn der Mann beim Geschlechtsverkehr zu denken beginnt, ist es der Erektion sehr hinderlich. Ja, aber ich wissen viele Frauen nicht. Weißt du, ich glaube, das kommt auch auf den Typ an. Also für mich war das ja nie ein Thema, aber vielleicht kommen wir da nachher noch mal drauf zu sprechen, warum ich das so spannend finde, dass ich mich so viel besser fühle, seit ich keine Bubs mehr habe. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Ehepaar, die sind seit 50 Jahren verheiratet. Und die Frau ist vor über 20 Jahren brustamputiert worden auf einer Seite. Mhm. Und nach einem langen Gespräch erzählte er mir dann, dass er seit 20 Jahren seine Frau nicht mehr anfassen darf. Nicht mehr darf? Nicht mehr darf, weil sie sich so dafür schämt. Und dann bin ich hingegangen und habe mich mit dieser älteren Dame unterhalten. Da sind sehr viele Tränen geflossen. Und dann kam ihr Mann später zu mir und hat mich in den Arm genommen und hat sich bei mir bedankt, weil er gesagt hat, das war jetzt besser als jede Therapiesitzung, die wir in den letzten 10 Jahren hatten. Weil es ist ja genau der Punkt, die meisten werden ja damit alleine gelassen. Ja. Die müssen alleine damit umgehen. Und dann lebst du in dieser Asymmetrie und dann denkst du dir, wenn du über 50 bist, ja, spielt sowieso keine Rolle mehr, weil wer schaut mich schon noch an? Und je älter du wirst, desto schlimmer wird es. Und die Leute vergessen einfach, dass Ehepaare, die seit 50 Jahren verheiratet sind, auch noch Sex miteinander haben. Ja, weil es halt a priori erstmal Verlust ist. Und wenn du mit dem Gefühl des Verlustes allein bleibst, dann hast du halt ein Problem, gell? Weil du kommst nie aus diesem Gefühl raus, wenn du das nicht mehr mit einem anderen besprichst. Aber jetzt machen wir mal eine kleine Pause und dann reden wir mal über diesen Nebensatz von dir, dass du dich jetzt eigentlich fast besser fühlst, was natürlich viele Leute als eine freudsche Fehlleistung sehen würden. Damen und Herren, machen wir eine kleine Pause. Sie haben Zeit, mal kurz sich auch was zum Trinken zu holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zusammen mit Tanja Peider, um über zwei Dinge zu sprechen, die nicht mehr da sind, nämlich Ihre Brüste. Ja, ich weiß immer, wie moderiert man so ein Thema an? Wie würdest du das machen? Brillant, Schatzi, brillant. Ja. Hast du großartig gemacht, ja. Ich nenne sie Bubs, weil okay. Brüste finde ich immer so schwer. Ja, ich weiß noch kurz, wie wir Latein gehabt haben und dann haben wir uns darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Brust und Busen ist. Und was ist der Unterschied? Der Busen ist das in der Mitte drin. Ah, und ja, die Brüste sind die beiden Milchdrüsen. Mhm. Aber das war so das Einzige, wo ich mal näher mich mit dieser Thematik, bevor ich als Kind beschäftigt habe. Na, Damen und Herren, es ist schon interessant, weil es wird ja immer tunlichst vermieden, gerade so darüber zu sprechen, und zwar zwischen Männern und Frauen. Aber da ich mal die Tanja Peider gut kenne, und auch dieses Drama so ein bisschen mitbekommen habe, also damals vor 2 Jahren diese OP vor sich hatte, fand ich, es war hochinteressant, was man da alles so erfährt, vor allem was man alles dann
sozusagen im näheren Umfeld erleben kann. Das stimmt, ja. Ich habe es mir dann zum Krankenhaus gefahren, ich habe es abgeholt. Drinnen war ich jetzt nicht. Mitten während Corona ging es. Aber wie war das so, der erste Augenblick, als du dann gesehen hast, da ist nichts mehr da, weil die waren ja vorher doch sehr dominant gewesen in deinem Leben. Ne? Ja, ja, das weißt du. Weil ich kann mich erinnern, wir haben des Öfteren mal darüber diskutiert, warum du immer gerne mal in Dekolleté gefallen bist früher, ne? Als ich noch jung war. Aber echt, bin ich das? Das kann man nicht mehr erinnern. Natürlich. Du bist mir beim Walzer links rumtanzen, ja, okay, in mein Dekolleté gefallen. Okay. Also, ne, wollen wir mal die Kirche beim Dorf lassen. Ich hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Kommt der Punkt. Ja. Und dann hast du ja, dann hast du Drainagen da drin und dann hast du Klebeverbände und so weiter. Aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als man mich aus der OP mit so einer Klettverschluss, super engen Corsage, in mein Zimmer gebracht hat. Ich hatte eine tolle Bettnachbarin. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe da so runtergeguckt und dachte mir, boah, ist das geil. Ganz ehrlich. Das war mein erster Gedanke. Ich lüge nicht. Ich lüge wirklich nicht. Boah, das fühlte sich so... Puh. Ja, warst du eins von den Mädeln, die sich geschämt haben, dass die Brüste so groß sind? So was gibt es ja auch. Oder soll es geben? Jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt zurück. Ich frage mich seit 2 Jahren, warum ich mich so viel besser fühle, seit ich keine Brüste mehr habe. Selbst meine Tochter, die mich dann 6 Monate nach der OP besucht hat zu meinem Geburtstag, die saß mir gegenüber und dachte, Mama, was ist denn mit dir passiert? Und ich so, was meinst du, sagt sie. Also ganz ehrlich, du bist auf einmal so viel mehr Frau und so viel mehr nach außen und du trägst auf einmal Klamotten, in denen ich dich noch nie gesehen habe. Und das tickerte ja schon die ganze Zeit in meinem Köpfchen, dass da irgendwas komisch ist. Weil ich habe es immer drauf geschoben, ah, jetzt ist der Krebs weg. Stimmt nicht. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, ich bin dann irgendwann da gesessen und habe mir überlegt, hatte ich sogenannte Body Dysmorphia, also sprich Body Dysmorphia, das nennt man so, wenn ein Körperteil nicht zu einem gehört und man sich wohler fühlt, wenn dieser Körperteil weg ist. Da gibt es Menschen, die lassen sich Arme und Beine amputieren. Also es war mal so mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war dann, denk mal über deine Kindheit, deine Jugend und deine junge Erwachsenenzeit nach und dann denk mal darüber nach, wie du dich gefühlt hast. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was vor allen Dingen die junge Generation heute ja sehr intensiv propagiert und lebt. Und das nennt man Non-Binary. Im Deutschen heißt es divers. Mhm. Das sind diese Menschen, die sich nicht geschlechtlich festlegen wollen. Und ich habe das, ganz ehrlich, ich habe das, vor allen Dingen, ich habe ein Kind, das da sehr, sehr intensiv involviert ist in viele Dinge. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich bin echt, wie so die meisten Erwachsenen oder älteren Semester dagestanden und dachte mir, was wollt ihr jetzt eigentlich? Ihr wollt jetzt mit dem Plural von ne, sie angesprochen werden und was auch immer. Ich habe es nicht kapiert. Bis ich dann irgendwann mal mein Gefühl hierzu und mein Gefühl zu meinem Körper und mein völlig neues Prinzip zu mir selbst hinterfragt habe und dann echt draufgekommen bin, also das Thema Androgyn und Non-Binary liegt sehr nah beieinander. Und es gibt eben nicht, es gibt bei Non-Binary ganz viele Facetten. Und ich würde heute wahrscheinlich sagen, die beste Erklärung für mein Gefühl, was ich habe, ist tatsächlich, ich war wahrscheinlich die 68er-Generation von Non-Binary und habe dagegen ganz viele Jahre meines Lebens und Jahrzehnte ankämpfen müssen. Also da hätte ich jetzt eine andere Theorie. Ja, spuck sie aus. Weil es gibt doch wahnsinnig viele Frauen, also nicht wahnsinnig, ich habe keine Ahnung, aber ich habe es ein paar Mal erlebt, die zu mir als Mann sagen, Christopher, du liebst nur meine großen Brüste, meinen geilen Arsch, aber von mir als Person willst du eigentlich nichts wissen. Ich nerv dich doch nur, wenn ich mit dir rede. Verstehst? Und in dem Augenblick, wo du deine Busen los bist, und du hast ja vorher gesagt, es gibt viele Männer, die halt zur Brust fixiert sind, redet natürlich der Mann mit dir jetzt nicht mehr mit der Frau mit großen, beeindruckenden Brüsten, sondern der schaut dir ins Gesicht und entdeckt einen Mensch, der sehr, naja, weltgewandt ist, sehr interessante Vorstellungen hat, gute Gespräche führen kann. Das ist ein Riesenunterschied, verstehst? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, also zumal es ja viele Jahre meines Lebens gab, in denen ich ja so ähnlich wie du mein Gesicht in die Kamera gehalten habe und natürlich gemessen wurde an meiner Optik, an der Farbe meines Lippenstifts, an der Länge meiner Haare und so weiter. Das ist es aber de facto nicht. Also das ist es wirklich nicht. Das ist
da passiert was anderes. Ich habe dann mal drüber nachgedacht, als ich 10 Jahre alt war und damals gerade ins Olympiadorf gezogen bin mit meinen Eltern, habe ich 3 Tage vor der Tür Fußball gespielt mit Jungs. Und dann habe ich die nach 3 Tagen gefragt, sag mal, wie heißt denn du eigentlich? Und dann guckten die mich alle 3 an, wie, du bist ein Mädchen. Und ich war so unfassbar stolz darauf, dass die mich nicht als Mädchen gesehen haben. Und vieles davon ist mir öfter mal wieder passiert. Es ist doch ein Drama, stell dir mal Wieso vor. Wieso ist es ein Drama? Ja, aber das kommt doch nicht von ungefähr, dass Buben so toll sind und Mädchen offensichtlich auf der Brennsuppe daher schwimmen, zumindest wenn es um Fußball geht. Ne? Da geht es aber tatsächlich jetzt nicht um, ich sage jetzt mal, die Sozialwahrnehmung, sondern geht es tatsächlich um die Eigenwahrnehmung. Also für mich war das toll, dass ich mir gedacht habe, boah, ich bin nicht so wie die anderen mit dem Pferdeschwänzchen und so weiter, sondern ich kann auch einen Jungen stehen. Ich wie hat das in dir dieses Bild erzeugt? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ein Selbstverständnis, dass Mädchen nicht Fußball springen können. Nein, im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil. Da kann ich eine Lanze für meine Eltern brechen. Okay. Also das hat mit Sicherheit nichts mit meiner Erziehung zu tun, sondern es hat in mir selbst stattgefunden. Mhm. Deswegen, es war für mich, und ich meine, wir kennen uns ja schon lange, es war für mich phasenweise, du kannst dich erinnern, ich hatte früher diese langen Walle-Walle-Haare. Also das sind immer so diese primären Geschlechtsmerkmale. Und weißt du noch, als ich die dann ratzenkurz runtergeschnitten habe, wo unsere Maskenbildnerin fast einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, aber ich habe mich mit den kurzen Haaren immer sehr viel mehr ich selbst gefühlt. Aber das hat schon wieder so ein bisschen was Burschikoses und was Männliches. Ja. Im Gegenteil, ich bin mit vielen Dingen bei Männern eher angeeckt, weil ich eben nicht dieses weibliche Prinzip bedient habe, obwohl, wuff, solche Boobs und so weiter und so fort. Also insofern macht das für mich tatsächlich Sinn. Ja, ja, aber du eckst dann bei Männern an, wenn du burschikos bist und große Busen hast, weil deine Erscheinung persönlicher Natur nicht zu den Busen passt. Da müssen die Männer aber mal ganz dringend drüber nachdenken. Da hast du völlig recht, aber ich versuch's ja. Ja, okay. Aber auch ich als Mann bin hormongesteuert. Verstehst? Das ist euer Problem. Wir reden jetzt über ein Frauenproblem. Wir können uns gerne mal über die Probleme von Männern in manchen Situationen unterhalten, aber nein. Das ist tatsächlich die Frauenwahrnehmung. Ich habe ganz viele Freundinnen, die tatsächlich auch alle große Brüste haben und die mich vor der OP gefragt haben, ja, aber du lässt ja da schon was reinbauen. Die waren vollkommen fassungslos, als ich gesagt habe, nö, ich glaube nicht, schau mir das jetzt erstmal an, wie das so ist und dann gehe ich mir mal darüber nachdenken. Die konnten als Frauen nicht verstehen, dass ich diese Entscheidung, Amputation, auch beibehalte. Klar kann ich da immer noch irgendwelche Expander reinbauen und irgendwas machen lassen, aber das will ich gar nicht, will ich nicht. Was ging es denn eigentlich dann bei den Gesprächen, die du mit diesen Damen geführt hast, von der du vorher erzählt hast, du Weihnachten, dieses Treffen, wo man sich über diese Problematik austauscht. War da eher das Thema der Krebs und ob er wiederkommen kann und was ich dagegen tun könnte? Oder war es tatsächlich diese Thematik, ich habe jetzt eine Brust, die muss weg, soll ich mir vielleicht die zweite auch gleich wegmachen lassen? Ich würde sagen beides, das kommt immer auf die Situation an. Also es gibt auch ganz viele Mammakarzinome, die können brusterhaltend operiert werden. Mhm. Ausschließlich nur ich aus meiner Situation würde mich immer dagegen entscheiden, weil jetzt weiß ich ja, wie es sich anfühlt, dass es wiederkommen kann. Und ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die haben nach 4 Jahren Rezidiv, nach 8 Jahren Rezidiv. Einen habe ich kennengelernt, der hatte nach 30 Jahren Rezidiv. Also ich würde diese Entscheidung immer gleich am Anfang treffen. Also Rezidiv ist die Wiederkehr. Rezidiv ist die Wiederkehrende. Ja. Und dann hängt es einfach davon ab, dass ich sage, okay, wenn du eine junge Frau bist, mit, weiß ich nicht, 30, bitte lass dir deine Brust wieder aufbauen. Aber rechne damit, dass du einen Teil von deinem Bauchlappen rausnehmen musst an Fett. Manche müssen sich tatsächlich hinten aus dem Rücken Hautfetzen rausnehmen, um die Brust wieder aufzubauen. Das ist etwas, da muss man sehr, sehr intensiv mit seinen Ärzten drüber reden und für sich die richtige Entscheidung treffen. Und da hat jeder eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich glaube, worum es bei diesen Gesprächen, die ich jetzt hatte, ging, ist, und das ist für mich tatsächlich wichtig, da gab es eine Netflix-Serie und da war ein unfassbar kluger Satz drin. Immer wenn man sich über Krebs unterhält, dann unterhält man sich über die Überlebenden, die Schlachten, die man geschlagen hat, ne, die Kämpfe, die man gewonnen hat. Es ist immer, als wenn man sich konstant auf einem Schlachtfeld befindet. Und zwischendrin muss man mal den Moment genießen, sich aus diesem Schlachtfeld rauszunehmen. Ansonsten macht einen dieses dauernde Kämpfen und dieses dauernde, boah, jetzt muss ich noch 6 Chemos machen und boah, mir ist warm oder mir ist kalt oder ich schmecke nichts mehr die ganze Zeit.
man ist konstant am Kämpfen und man muss, die Gesellschaft muss auch lernen, und da müsste es vielleicht auch mal neue Möglichkeiten geben, dass man diese Menschen rausnimmt und ihnen die Zeit nimmt, gibt, dass sie das Schlachtfeld vorübergehend verlassen, neue Kraft tanken und dann wieder anfangen. Also praktisch von der Therapie mal als Erholung nehmen. Eine Ausphase. Und vor allen Dingen im Kopf. Also ich merke das ja selber, ich muss ja auch regelmäßig zur Nachkontrolle. Jedes Mal, wenn diese Nachkontrolle dasteht, und ich bin jetzt kein hysterischer Mensch, aber jedes Mal, je näher die rückt, desto mehr rückt in mir Zähne knirschen, ne, Muskeln anspannen und latente Panik. Weil klar, wenn du es zweimal gemacht hast, dann denkst du dir, und vor allen Dingen, wenn dann Lymphen betroffen waren, dann denkst du dir, wird da noch irgendwas rum? Da kann man nichts dagegen machen. Gegen diese Angst kannst du nichts machen. Ja. Ja. Und medizinisch gegen so Rumschwirrer, also sowas weiß ich, keine Ahnung, es gibt da doch gerade im Bereich Naturheilkunde reichhaltige Möglichkeiten. Ja, es gibt reichhaltige Möglichkeiten. Ich versuche einige davon tatsächlich auch einzuhalten, aber ich glaube, die beste Möglichkeit ist nach wie vor, einen gesunden, humorvollen, aber nicht ignoranten Geist zu behalten. Also wirklich auch das Leben wieder, also nicht immer diesen Damoklesschwert da hinten zu haben oder jeder, der dann kommt und dann sagt, oh, ich habe keine Bubs mehr. Oh mein Gott, das tut mir leid. Das will ich nicht hören. Das will ich einfach nicht hören. Das habe ich jetzt schon 300.000 Mal gehört. Will ich einfach nur hören, hey, okay, finde ich cool, dass du immer noch da bist. Viel besser. Es ist die Art, wie die Welt mit einem umgeht, die Gesellschaft. Also Verbitterung, tunlichst vermeiden. Ne? Bitte, danke. Ja. Die Verbitterung, ja, ich verstehe schon. Aber dazu brauchen wir halt dann auch wirklich eine Idee, was an der ganzen Situation positiv sein könnte, weil sonst schaffe ich das ja nicht, oder? Guter Rat für alle Krebspatienten, fangt an, ein Tagebuch zu schreiben. Ich habe das tatsächlich auch gemacht und stelle fest, dass, also ich, vielleicht mache ich irgendwann ein Buch draus mit dem Titel Thank You Cancer, also sehr, sehr, sehr provokativ. Aber man darf einfach auch sehen, dass Krebs an sich einem eine Möglichkeit gibt, Dinge anders zu machen, Dinge neu zu überdenken, sich selbst in seiner eigenen Körperlichkeit und Wahrnehmung neu zu überdenken, seine sozialen Kontakte neu zu überdenken. Was meinst du, wie viele Leute ich aus meinem Telefonbuch gestrichen habe, weil sie damit nicht umgehen konnten? Sie konnten nicht damit umgehen. Aber kann man sowas lernen oder ist das von vornherein eine Ängstlichkeit im Menschen? Weil es gibt ja Leute, die kriegen, was weiß ich, einen Herzinfarkt anhalten, wenn sie es den Blinddarm rausnehmen lassen müssen. Weil einfach das was mit Krankenhaus und mit Arzt und mit Schulmedizin zu tun hat. Ne? Ist das von vornherein angelegt oder kann man lernen, sich diesem Thema gegenüber zu weiten und eine andere Position zu beziehen? Ich fände es ausgesprochen schön, wenn unsere Gesellschaft, wie wir jetzt kommen wir wieder auf den Umkehrschluss des Anfangs, abgesehen von irgendwelchen Prominenten, tatsächlich, wenn unsere Gesellschaft lernen würde, kranke Menschen, krebskranke Menschen, und ich meine, als krebskranker Mensch und amputierter Mensch gilt man unter anderem auch als schwerbehindert, ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis, das ist nicht nur Krebs, sondern wir integrieren ja noch nicht mal Behinderte. Also wir müssen einfach lernen, mit Menschen, die anders sind, anders umzugehen. Offener, klarer und so selbstverständlich wie möglich. Aber Toleranz ist ja nach wie vor ein Fremdwort. Wir sind sowas von intolerant in diesem Land. Machen wir da graus, was von mir selber als Deutschen, oder nicht mal? Ja, das unterschreibe ich sofort. Aber man muss halt vielleicht auch mal die Politik hinterfragen. Ne? Ja, liebe Schwerbehindertenbeauftragten und so weiter und so fort. Dass man da vieles einfacher machen könnte. Und genauso kann man es auch, wenn man jetzt sagt, ja, es gibt die Brustkrebsgesellschaft e.V. Andersrum. Meine operierende Ärztin, die ich ja unfassbar schätze, ne, die amüsiert sich immer sehr darüber, wenn ich zur Nachkontrolle komme und im Wartezimmer sitze. Weil da sitzen dann diese ganzen Frauen, sehr angespannt, und dann komme ich. Und dann sitze ich manchmal so da und dann gucke ich mich so um und dann schaue ich die Nächste neben mir an. Ich so, Ersttäter oder Mehrfachtäter? In diesem Moment siehst du solche Gesichtsausdrücke. Das ist aber nicht nett. Doch, weil ach, in komm. Dem Moment bricht die Spannung und dann fängt man plötzlich an zu reden. Das schon. Also das ist so eine Sache, wo ich festgehe. Und dann kommt meine Ärztin immer jedes Mal und sagt sie, oh, Sie können öfter bei mir im Wartezimmer sitzen, ne? Würden Sie, was hat sie so schön gesagt, würden Sie noch Psycho-Onkologe werden, dann würde ich meine Patienten zu Ihnen schicken. Dieses
diese Schwere manchmal rauszunehmen, es ernsthaft zu betrachten, aber nicht mit dieser unfassbaren Schwere immer hinzugehen und zu sagen, oh mein Gott, es tut mir jetzt aber leid. Wo man sich so denkt, hallo, ich habe dir gerade gesagt, ich habe keine Boobs mehr, ich stehe hier und das bin ich. Da musst du jetzt nicht mit der Nummer um die Kurve kommen, oh, ich bedauere dich jetzt aus tief. Nein, musst du nicht. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du das gelernt gehabt hast? Weil, ich meine, man kann sich ja sowas vornehmen, dass man sich nicht in das Tal des Leidens fallen lässt, nach einer doch sehr gravierenden medizinischen Eingriff, sondern dass man sagt, nein, ich möchte einfach eher positiv und Vorteile aus dieser Tatsache ziehen, dass ich jetzt nicht mehr so große Teile von mir hertragen muss. Das muss man, glaube ich, auch schon ein bisschen lernen. Also in meinem Fall, Gott bewahre, ich kann nur von mir reden, bei mir war das ab dem ersten Tag, wo die nicht mehr da waren, war das, boah, cool, bin ich froh, wie cool. Wo ich mir echt dachte so, ich muss 40 Jahre BHs mit Bügeln, Frauen wissen, wie sich das anfühlt. Ich muss kein BH mehr tragen, ich habe keine Underboob-Sweats mehr, ich kann ein Bustier tragen. Gott, hallo, ich bin gerade befreit. Das war bei mir ab dem ersten Tag, war das so. Klar, man sitzt dann da und denkt sich, na schön, ist was anderes, weil du hast halt so lange Nähte. Es gibt auch Frauen mit einer kleineren Körbchengröße. Verstehst du, an die müssen wir auch Dinge. Okay. Naja, aber die, bei denen macht es dann den Unterschied nicht mehr so groß. Die wissen es ja von vornherein, wie es anfühlt. Mhm. Aber ich glaube, das ist etwas, was man nicht lernen kann. Ich glaube, da muss jede Frau für sich die richtige Entscheidung treffen. Und wenn sich junge Frauen dazu entscheiden, dass sie sich Silikon implantieren lassen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich hatte da mal tatsächlich auch ein Treffen mit einer jungen Frau und dann sind wir nach hinten gegangen und dann hab, weil sie gesagt hat, ich habe Brustaufbau und dann sind wir nach hinten marschiert und dann haben wir beide unsere T-Shirts ausgezogen und haben uns mal so gegenseitig gezeigt, wie das aussieht. Genau das ist es, weißt du? Da sitzt mir eine 30-Jährige gegenüber, die neue Boobs hat, die super aussahen. Die hatten so eine straffe Ding. Und umgekehrt ich. Und wir sind beide wie die Kleinkinder um die Ecke marschiert und haben gesagt, guck mal, das sieht so aus und guck mal, das sieht so aus. Als wenn es einfach die normalste Sache der Welt wäre. Weil wir sind ja betroffen. Lügen kannst du ja nicht. Verstecken kannst du es ja auch nicht. Aber sieht man, wie wichtig dann doch der Austausch ist, gell? Ja, gibt es da eigentlich dann so Selbsthilfegruppen in München? Oder muss man da so auf deine Art und Weise privat über YouTube Kontakte pflegen und Kontakte bekommen? Also. Oder sind die Selbsthilfegruppe eine Selbsthilfegruppe, eine Gruppe, die von vornherein ja falsch angelegt ist, weil du hilfst dir nicht selbst, sondern hilfst eigentlich die anderen, weißt du? Ich maße mir jetzt mal an zu behaupten, dass es nicht ganz so viele betroffene Frauen wie mich gibt, die also auch die. Das Mundwerk dazu haben und vielleicht auch das Mindset haben. Es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen, die dann immer über die medizinischen Varianten und da ich nehme Mitoxandrin und ich nehme das und wie fühlst du dich? Das ist so, als wenn man ein Bündel frisch entbundener Mütter zusammensetzt, die sich auch nur noch über die Windel. So. Und es geht ja in so Selbsthilfegruppen einfach nicht darum, dass man sich jetzt über zum 100. Mal über dieses Thema unterhält, sondern dass man eben dieses Prinzip von Austausch miteinander. Hey, kommt, lass uns miteinander wandern gehen. Hey, hast du zufällig irgendeinen, weiß ich nicht, eine Idee, ob man Yoga oder Qigong macht? Weil es ist ja nicht so, als würde so eine Amputation spurlos am Körper vorübergehen. Ich merke das jeden Tag, wenn ich aufstehe, dass ich mir jeden Tag denke, so knirsch, knirsch, knirsch. Darum geht es. Man müsste einfach sehr viel mehr Dynamik haben und Gott, vielleicht tue ich allen Unrecht hier in München, vielleicht gibt es da ein paar super Gruppen. Bitte meldet euch und rührt euch, ne, gerne. Aber das wäre schön, wenn das mit ein bisschen einer anderen Attitude passieren würde. Modenschau. Hey, lasst uns eine Modenschau machen. Lasst uns eine Modenschau machen mit amputierten Frauen. Ich finde die Idee hervorragend. Vor allem, weil die meisten Models sowieso wie amputiert ausschauen. Also ja, aber dann können wir auch Frauen nehmen, die, was weiß ich, eine Brust amputiert haben und nur noch eine haben. Also ich finde, wenn man das Ganze mehr in die Öffentlichkeit tragen würde, dann wäre das auch eine Selbstverständlichkeit. Ja. Früher hast du ja auch komisch geguckt, wenn du einen Rollstuhl gesehen hast. Heute guckst du nicht mehr komisch. Jetzt haben wir nur abschließend eine ganz komische Frage. Und zwar, was ist für Tanja Peider sonst so Thema, außer das Leben ohne große Brüste? Gibt es da irgendwo ein Thema, was im Vordergrund steht? Ich meine, du bist ja leidenschaftlich gern in Great Britain unterwegs. Was sagst du zum neuen englischen Premierminister oder zum britischen, diesen Inder da, 42 Jahre alt, wahnsinnig gut aussehend. Macht er auch eine wahnsinnig gut aussehende Politik? Oder?
Also ich kann dir eines sagen aus erster Hand. Momentan gibt es in London die Ansage, wenn du nicht weißt, dass du in den nächsten 30 Minuten stirbst, brauchst du den Notarzt nicht anzurufen, weil der kommt nicht. Na. Ja. Das ist, also da streikt es, Krankenhäuser streiken, Zugfahrer, es streikt alles. Und wie kann man, versteht mich nicht falsch, ich finde es toll, einen farbigen Premierminister zu haben, finde ich großartig. Aber wie kann man einen Premierminister wählen, der Milliarden auf dem Konto hat und keine Ahnung davon hat, was für die normalen Menschen da draußen momentan gerade wichtig ist, die sich keine Heizkosten mehr leisten können, die sich Essen nicht mehr leisten können. Das trifft unsere Politiker übrigens auch. Aber ja, das ist tatsächlich... Ja, aber die haben doch den gewählt. Die Tories haben den gewählt. Ach so. Andere. Stimmt, stimmt. Da wählt er, ähnlich wie bei uns in Bayern, ja. Der Ministerpräsident wird vom Parlament gewählt. Genau, danke. Also das ist, nein, aber grundsätzlich muss ich sagen, was ist für mich wichtig? Liebes Kind, das weißt du, ich bin so reif, Großmutter zu werden. Hey, das ist sowas, das kann ich auch so nachvollziehen, weil meine Mutter, die war ja mir reichlich gesegnet mit meiner Schwester und die hat immer gesagt, wenn eine Mutter glaubt, ihre Schuldigkeit sei getan, dann wird sie Großmutter. Und dann haben wir immer gedacht, geh jetzt hier auf, du machst es doch gern. Ne? Und dann waren wieder ihre 17 Enkel und Nichten um Radan und dann hat sie wieder organisiert und Kurhabacher. Also das ist es bei ich dir auch. Ich bin so reif, Großmutter zu werden. Also meine Tochter und mein Schwiegersohn, ich liebe sie beide aus tiefstem Herzen und jedes Mal erklären sie mir, nee, das dauert noch. Es liegt keine hormonelle Fehlstörung vor. Also, ich möchte auch, selbst wenn ich mich als non-binär sehe oder androgyn und mich so wohler fühle, ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Titulierung ändern. Ich möchte jetzt nicht als sie angesprochen werden. Im Plural. Ich bin gerne Frau, aber es gibt Tage, da bin ich gerne Mann. Ich muss noch einen viel blöderen Aspekt bringen. Es gibt zahlreiche Tiere, bei denen bildet sich das Gesäuge auch mit zunehmendem Alter gegen Null zurück. Und das passiert in der Natur nicht auch durch Zufall, sondern weil es Sinn macht, verstehst? Sprechen wir mal vom Gesäuge deiner Hündin, ne? die tatsächlich, jetzt kommt der Punkt, die Frage nach Autorität, Autorität männlich oder weiblich. Aber wie hast du früher immer so schön gesagt? Wenn du stinkig mit Tiller bist, dann denkt sich die, der Alte hat einen schlechten Tag. Wenn ich stinkig mit Tiller war und die Augenbraue gehoben habe, dann fürchtete dieser Hund um sein Leben. Und das ist die Wahrheit. Und ich habe diesem Hund nie was getan. Dieser Hund liebt mich nur. Das war die Ausstrahlung. Genau. Jetzt haben wir viel geredet über Thema, Damen und Herren, was nicht so einfach ist, aber ich glaube, über was man auch als Mann mal reden muss, weil es ist schlimm, was da tatsächlich passiert so in der Umgebung und was die Frauen da selber fertig machen, wo es überhaupt nicht notwendig wäre. Aber wie gesagt, jetzt müssen Sie weitermachen. Darf ich kurz noch ein was einwenden? Auch wenn wir jetzt gerade hier sehr humorvoll darüber gesprochen haben und auch wenn wir viele Dinge aufgegriffen haben, die machbar und möglich sind, man darf eines nicht vergessen. Es gibt, und das hast du jetzt gerade auch erzählt, es gibt leider Gottes eben auch die Frauen, die es nicht überleben. Und ich möchte nicht, dass sich die in irgendeiner Form diskreditiert fühlen und auch die Familien sich nicht diskreditiert fühlen, weil das ist fürchterlich und dramatisch und das ist nicht nur bei Brustkrebs, sondern bei jeder Krebsart so. Also das wollte ich jetzt eigentlich nur mal gesagt haben, ja. Und das lassen wir als Schlusswort stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.